Wir sind Mira und Fabian und wir sind wieder zurück im Vanlife-Alltag. Und zwar mit allem, was dazugehört. Ich muss sagen, dass mir es noch ein bisschen schwerfällt, wieder so richtig im Vanlife-Alltag anzukommen. Hier hat jemand den Spaß seines Lebens. Yeehaw! Jetzt wollten wir gerade losfahren, haben aber noch ein unerwartetes Problem. Muss ersetzt werden. Hilft nichts. Oh, das Gleiche mit dir. Die Sonne scheint, es ist endlich so richtig warm. Hier ist irgendwie so paradiesisch. Ich weiß gar nicht, kann das gar nicht beschreiben, aber irgendwie ist das hier wirklich ganz idyllisch. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir stehen immer noch an dem Stausee, an dem wir im letzten Video angekommen sind. Und für uns ist es jetzt an der Zeit, mal wieder einen Vanlife-Arbeitstag zu machen, was wir schon lange nicht hatten. Nee. Bin gespannt, wie das jetzt für uns funktioniert. Es war ja jetzt doch ein großer Luxus mit den zwei getrennten Büros sozusagen. Ja. Ist jetzt auf jeden Fall was anderes, aber ich denke, es wird uns gut gelingen. Und es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun, deswegen starten wir jetzt ohne lang drum herum zu reden. Und los geht's, kleine Ecoflow. An die Arbeit, du hattest jetzt lang genug Urlaub. Wie spät ist denn jetzt? 15 Uhr, heute ist Feierabend. Nee, heute ist noch nicht Feierabend. Wir fahren jetzt los und wollen noch zwei Sachen sehen. Und wir dürfen uns ein bisschen ranhalten, weil es ist schon 3 und dann haben wir beschlossen, wir arbeiten noch mal weiter, wenn die Sonne untergegangen ist. Und wenn die Sonne weg ist, fällt es uns immer schwer, Videos draußen zu produzieren. Ja. Pünktlich zur Verabschiedung der Sonne verabschieden auch wir uns jetzt von diesem coolen Platz. Irgendwie ist es ganz schön zugezogen. Ja. Mal gucken, ob das heute noch besser wird oder ob wir in den... In unserem Ziel schaut es heller aus. Ah ja, Tatsache. Genau, ich fand es war hier richtig cool. Es hatte eine tolle Energie. War ein schöner Platz. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut am besten im letzten Video mal vorbei, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hat mir jetzt hier sehr gut gefallen. Und ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal zurückkommen werden. Ich glaube auch. War gut. Aber jetzt los. Jetzt ist super windig. Ja, los geht's. Und in einem neuen Land. Wir sind jetzt in England. Und auch wenn gerade eben noch 16 Uhr war,
ist es jetzt hier 2 Uhr. Also 14 Uhr. Also wir sind jetzt gerade hier in einem Bereich von Zypern. Das ist so eine Halbinsel, die tatsächlich noch britisches Territorium ist. Hier hat noch das britische Militär einen großen Stützpunkt und theoretisch ist das tatsächlich England. Es gibt auch den, der Bußgeldkatalog. Ist auch britisch. Ist auch britisch und der soll saftig sein. Genau, also hier lohnt es sich, an die Verkehrsregeln zu halten. Wir sind jetzt hier am Meer, es ist ganz schön tobend, aber wir haben einen Platz gefunden, einen Parkplatz, wo man für angeblich 50 Cent pro Person duschen kann. Und wir haben es beide mal wieder nötig zu duschen und heute irgendwie beide nicht so Bock, die Dusche aufzubauen und herzurichten. Und da werden wir jetzt mal checken, ob wir da duschen können und es dann in Anspruch nehmen und dann geht's weiter. Wieder fresh. Die Duschen waren jetzt keine 10 von 10. Kalt waren sie auch. Aber ist okay. Wir sind wieder sauber und fahren jetzt zu unserem nächsten Ziel für heute. Ich bin ja mal sehr gespannt, was das wird. Das ist so eine 50-50-Chance, dass es richtig cool wird, habe ich das Gefühl. Oder? Ja. Wir wollten zum Katzenkloster. Ich weiß jetzt nicht, ob hier die Thematik mit den Schlangen begonnen hat, aber ich glaube es, weil die hatten hier eine Schlangenplage. Ich kann dazu was sagen. Und haben 100 Katzen ausgesetzt in diesem Kloster. Also es war so, dass hier der Boden so sehr voller Schlangen war, dass die Menschen den kaum... Oh, ich hab Schluck auf. Dass die Menschen den kaum betreten konnten. Und dann haben sie eben diese Katzen geholt, um die Schlangen sozusagen zu bekämpfen. Und der Legende nach leben in diesem Kloster immer noch genau 100 Katzen. Früher, damals wurden eben 100 Katzen ausgesetzt, sind mittlerweile offensichtlich nicht mehr die gleichen. Aber hier leben nach wie vor die Katzen. Und eine sehen wir auch gerade, die hier den Weg lang spaziert. Aber näher kommen wir heute leider nicht hin. Hat wohl geschlossen. Oh Gott, es hat wohl geschlossen. Das vor einfach haben. Biele, 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 biele. Biele, 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 biele. Die Alte Maschine. Die Fabian gibt nicht ab. Die ist voll dick, weil sie wahrscheinlich zu jedem Besucher kommt. Ey, lass sie in Schub. Wenigstens ist der Weg lang genug, biele, dass sie die Kalorien biele. Wieder ein bisschen abläuft. Biele, 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 biele. Die kommt echt recht zielstrebig her, seit biele, wir angefahren biele, sind. Biele, biele. Der Vogel macht auch Biele, Biele. Biele, 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 Biele. Hallo! Biele, 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 Biele. Die ist wirklich dick und hat so kurze Beine. Und die will zu mir, guck. Und dann doch zu dir. Biele, 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 Biele. Das ist schon. Hey, hey, hey. Die will gar nichts von dir, die will einfach nur spazieren gehen. Guck mal. Hey, hey. Hey, 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 Biele, du kommst hier auf die Straße. Hast du gesehen, wie sie da ist? Ja. Schade, Marmelade. Ja, stell dir mal vor, wir hätten noch 100 Katzen streicheln. Und die Katze wollte sich nicht mal streicheln lassen, die rausgekommen ist. Die war so klein und dick. So kurze Beinchen. Was machen wir denn jetzt? Kannst du jetzt noch mal einblenden, wie die so gehopselt ist? Ich hab's, glaube ich, nicht gefilmt. Oh nein. Wenn ich's hab, blende ich's ein. Ja, was machen wir jetzt? Liegt da dieses Häufchen Katzenfutter vor dem Tor? Okay. Wir können schon irgendwo an diesen Salz hier, aber ich muss sagen, dass ich mich Stand jetzt nicht so super wohl da fühle mit dem ganzen Militärgedöns. Ja. Jetzt nicht so Bock drauf. Servus. Ja, es gibt hier diesen Ladies Beach. Ladies an den fahren Beach. Wir eh vorbei. Das machen wir jetzt einfach mal und fahren hier Richtung Limassol. Okay. Wir fahren jetzt hier auf über so einen Ausläufer von dem Salzsee. Irgendwie, würde ich schätzen. Und
das schaut mal richtig cool aus. Leider darf man hier nicht mit der Drohne fliegen, sonst wären wir jetzt hier mit der Drohne geflogen. Ja, hier ist No-Drone-Zone überall, ist ja auch Militärgebiet und so, also voll crazy. Aber es schaut aus wie ein altes Flugfeld. Ja, und man hat so ein bisschen die Skyline von Paphos. Limassol ist Limassol das. Limassol im Blick, aber es ist ein bisschen riesig, aber es schaut cool aus. Seht selbst. Jetzt wieder ein Stückchen ins Hinterland. Unsere heutigen Ausflüge waren kleine Reinfälle. Naja, was heißt Reinfälle? Aber Katzenkloster hatte zu und der Salzsee ist irgendwie nicht so gut zugänglich und wir fühlen uns auch nicht so wohl hier, muss ich sagen, durch so diese Militärpräsenz, die schon da ist. Gerade halt da so an diesem See und alles irgendwie abgesperrt und man darf nicht fotografieren und filmen und so. Und deshalb düsen wir jetzt von hier wieder weiter, wie gesagt, Richtung Hinterland und wieder an den Stausee. Diesmal an der anderen. Könnte aber ganz cool werden. Hier links sieht man übrigens den Salzsee von Limassol. Wir haben auch einen einzelnen, nicht sehr rosanen Flamingo entdeckt. Und das hier ist übrigens der Hafen, an dem wir den Jimmy wieder abgeholt hatten. Es gibt bestimmt auch schönere Orte, die man an diesem Salzsee entdecken kann, wo man auch ein bisschen erkunden kann. Aber jetzt waren wir einfach echt durch und es war ja auch schon echt später Nachmittag und wurde langsam dunkel. Und wir wollten gern vor der kompletten Dunkelheit noch einen Stellplatz finden. Hier gerade noch vor den Überresten des Abendessens. Ihr könnt es nicht sehen, aber hier steht noch so ein bisschen Zeug rum. Und der Fabian hat heute netterweise für uns noch eine kleine Brotzeit zubereitet. Eigentlich wäre ich heute mit Kochen dran gewesen, aber ich war so inspirationslos und überfordert irgendwie. Ich muss sagen, dass mir es noch ein bisschen schwerfällt, wieder so richtig im Vanlife-Alltag anzukommen. Also jetzt übers Wochenende, wo wir einfach ganz entspannt unser Ding gemacht haben und so ein bisschen Orte erkundet haben, war alles gut. Aber der Alltag mit Arbeiten, der fällt mir noch ein bisschen schwierig, da wieder reinzukommen. Heute ja auch mit dem Duschen, da haben wir dann eine gute Lösung gefunden. Aber auch irgendwie das Kochen und Abspülen und so. Ich hatte heute das Gefühl, ich habe den ganzen Tag nur abgespült. Das stimmt natürlich nicht, aber irgendwie kam es mir so vor. Und einfach wieder so in meinen Flow zu kommen und mich auch gut fokussieren zu können, das ist gerade noch nicht so ganz wieder da. Wird aber, wollte ich aber auch mit euch teilen, damit ihr das, damit ihr einfach wisst, dass es nicht immer nur super entspannt und einfach und locker ist, sondern manchmal ist es halt auch ein bisschen nervig.
Es macht aber nichts, wir werden jetzt, ich werde jetzt hier noch abspülen, klar Schiff machen und dann kuscheln wir uns ins Bett. Das Wetter ist super ungemütlich, es ist windig und regnet und werden unser Hörbuch weiterhören. Wir hören ja gerade Catch Me If You Can und sind richtig gefesselt und genießen das total, jeden Abend da so eine halbe Stunde bis Stunde noch von diesem Hörbuch zu hören. Wir haben gestern Abend an einem spannenden Punkt aufgehört, wobei der Fabian ist eingeschlafen, aber jetzt geht's spannend weiter. Aber erst aufräumen. Mir ist nichts Besseres eingefallen, wie für den Morgenspaziergang eine Aktivwanderung zu machen. Eine kleine Flussüberquerung. Synchronisiere hier mal, weil der Wind so laut war, dass man absolut nichts hört von dem, was Fabian erzählt hat. Aber wir haben einfach nur gesagt, dass uns diese Seite des Sees richtig gut gefallen hat. Wir mussten ja da dieses kleine Bächlein überqueren, um rüberzukommen. Und hier war es wirklich wunderschön. Und wir haben uns gefragt, ob und wenn ja, wie man mit dem Van auf diese Seite kommen könnte. Tut so gut. Es duftet nach Frühling, jetzt wo die Sonne wieder da ist. Es wird auch langsam wärmer. Der Wind ist noch ein bisschen frisch, aber es wird wärmer. Und ich habe jetzt gerade gebraucht, nach ein paar Stunden Laptop-Arbeit einfach mal kurz rauszukommen. Ich mache jetzt gleich noch mal eine Laptop-Session, bevor es Mittagspause gibt. Oh, das war gerade richtig schön. Nach dem Mittagessen saß ich gerade da auf unserer Eckbank in der Sonne und habe mir gedacht, jetzt hätte ich Bock auf ein Eis. Wir hatten aber keins. Jetzt habe ich kurzerhand selber was gemacht, das nicht ganz ein Eis geworden ist. Es ist eher eine Eissuppe, aber trotzdem lecker. Eine leckere Eissuppe. Ich habe dafür einfach als Basis den Oat Berry Shake von Blue Farm hergenommen. Da verlinke ich euch unten mal die Seite und wir haben auch einen Rabattcode für euch. Dann habe ich gefrorene Beeren genommen, habe Kokosmilch dazu und ein paar Erdbeeren. Und das Ganze habe ich dann einfach püriert. Dann im Endeffekt tatsächlich alle Bananen hergenommen, um einigermaßen eine dicke Konsistenz zu bekommen. Und ein bisschen Vanille habe ich noch rein. Und das gibt es jetzt als Nachtisch und dann geht es wieder zurück an die Arbeit. Inseparable.
hat richtig gut getan. Ich bin ein bisschen zerzaust vom Wind. Aber das war richtig gut. Jetzt irgendwie hier noch so eine Runde Yoga, bevor die Sonne verschwindet. Naja, ein bisschen hat sie noch, aber mir war super wichtig, jetzt noch mal ein bisschen draußen zu sein und ein bisschen frische Luft und Bewegung zu bekommen. Und ich gehe mal hier in den Windschatten vom Van, das ist, glaube ich, besser. Ja, ich habe gemerkt, dass es mir heute schon wieder viel leichter gefallen ist, irgendwie in diesen Alltag rein zu grooven. Ich glaube, gestern war ja zum einen der erste Arbeitstag seit langem im Van. Und dann haben wir auch noch währenddessen so eine gefühlte Tagesaufgabe wie Duschen gehabt. Und das klingt so absurd, aber es ist im Van einfach so. Es ist nicht mal eben kurz in die Dusche gehüpft. Und hatten ja auch noch den Anspruch, irgendwie ein bisschen was zu erkunden und zu erleben. Und ja, es gibt schon einen Grund, warum wir uns so nach und nach diese Van-Routine angeeignet haben, wo wir unter der Woche wirklich arbeiten, bis wir das Gefühl haben, okay, jetzt haben wir für heute einfach das ganze Pensum, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Jetzt können wir Feierabend machen und dann einfach am Wochenende uns aufs Reisen zu konzentrieren. Und jetzt haben wir es gerade eben gestern anders versucht, haben versucht am Nachmittag nach dem Arbeiten was zu unternehmen. Und ich habe gemerkt, vielleicht auch gerade in der Phase, in der ich so bin, nachdem ich jetzt halt ja auch zwischendrin krank war und viel liegen geblieben ist, dass das einfach gerade nicht das Richtige ist. Kann sich entwickeln, aber jetzt gerade im Moment ist es besser, wenn wir uns wirklich den ganzen Tag nehmen, auch an einem Ort bleiben zu können und nicht irgendwie so eine Mission noch zu haben. Und das finde ich schön, dass sich das so gleich wieder so positiv auswirkt. Also heute bin ich echt viel produktiver gewesen, auch besser gelaunt und zufriedener. Das ist schön. Dem Fabian geht es genauso. Der ist immer noch fleißig am Telefonieren. Ich glaube, der war heute richtig gut in dem Flow. Ja, das war schön. Mira und ich haben jetzt noch ein Meeting mit einem Steuerberater. Auch das gehört zur Selbstständigkeit dazu. Aber wir freuen uns immer auf solche Meetings auch, weil wir es einfach lieben, wenn irgendwelche Themen sich klären, wo man halt eine Unklarheit hat. Es gibt immer ein gutes Gefühl. Oder wenn einem das Ergebnis des Meetings Erleichterungen in verschiedensten Bereichen schafft. Wir haben nämlich einen Steuerberater, mit dem sind wir aber nicht so zufrieden. Und wollen deswegen wechseln und haben jetzt eben mit einem möglichen neuen Steuerberater einen Call und dann vielleicht später oder morgen nochmal mit einem anderen. Und dann können wir nämlich auch diese unangenehmen Interaktionen mit unserem aktuellen Steuerberater hinter uns lassen. Da bin ich dann sehr erleichtert. Die Arbeitswoche jetzt gut hinter uns gebracht. Wir haben euch nicht so viel mitgenommen, weil ehrlich gesagt nicht so viel passiert ist, außer dass wir an unseren Laptops saßen und da wird euch ja irgendwann langweilig, wenn ihr uns nur beim auf dem Laptop hacken zuschauen könnt. Aber ja, wir haben viel geschafft die Woche. Das war auch gut, dass wir uns jetzt einfach da auch so drauf fokussieren konnten, wieder gut in den Arbeitsflow zu kommen. Und jetzt ist Wochenende. Und wir freuen uns. Wir haben heute Abend noch eine Verabredung mit einem Pärchen, das wir auf diesem Community-Treffen letztes Wochenende kennengelernt haben, die auch aus Deutschland kommen. Mit denen treffen wir uns jetzt nochmal so in der Paphos-Gegend und von dort fahren wir dann wieder weiter. Aber auf die Verabredung freuen wir uns jetzt sehr, weil mit denen hat es irgendwie ganz entspannt, voll schnell geklickt. Fabian ist gerade noch kurz hinten und packt alles zusammen und dann fahren wir gleich los. Und wir haben es ein bisschen eilig, damit wir es rechtzeitig zum Treffen schaffen, aber ich denke, wir kriegen das hin. Buckelfeste.
Tante hatte ich nämlich in Erinnerung. Ah, die hier, ja. Ja. Nee, nee, nee. Ist das schon unbefahrbar? Vielleicht da hinten, Baby? Oder hier? Hier ist auch direkt unser Platz, gell? Unsere Verabredung war ganz entspannt. Wir saßen einfach vorm Van, halb im Van und haben einfach gequatscht, während die Sonne untergegangen ist. Und wir machen uns jetzt noch was zu essen. Und dann passiert heute, glaube ich, nicht mehr so viel. Ich stricke jetzt noch ein bisschen. Ich habe gestern, bin ich richtig weit gekommen. Ich habe jetzt lange nicht mehr gestrickt, weil ich ein bisschen frustriert war. Aber gestern habe ich eigentlich ab... Ab da unten das komplett gestern gemacht und jetzt mache ich noch ein bisschen weiter. War ich auf jeden Fall gestern irgendwie motiviert. Das war ganz cool. Und der Fabian ist motiviert, den Van zum Wackeln zu bringen, indem er die Wände putzt. So hat jeder seine Hobbys. Mhm. Dadurch, dieser Lack löst sich halt langsam auf, weil man lag dann halt auch mit fettigen Fingern hin. Und ja, hier, man sieht es ja. Weil es anders. Also das Messer zerquetscht mir schnell vom Brot. Ja, vielleicht muss man unsere Messer mal schärfen. Wir haben aber sogar ein Schärfdingsens hier, so ein Schleifteil. Wir haben aber sogar eins hier. Ja. Eigentlich würde man sagen, der Ersatzbau, der war ein bisschen weird. Wir haben aber sogar eins hier. Das war so, wir haben eigentlich keins, aber doch, oder? Das war so, als hättest du... Nee, ich weiß nicht. Wir haben aber so, das wäre so, wir haben aber leider keins, aber wir haben aber sogar ein Tier. Ja, haben wir ja auch. Ja. Guten Morgen. Heute sind wir mal wieder direkt am Wasser aufgewacht. Schön was. Wir standen schon mal hier, allerdings ein bisschen weiter drüben und nicht genau an der Stelle hier. Und die Wellen waren heute Nacht so laut zwischendrin. Auch gestern Abend, als wir hier noch zusammensaßen, war das so, dass immer wieder so alle, keine Ahnung, alle Minute oder so, auf einmal so 3-4 richtig hohe, laute Wellen kamen. Und dann... Und dann ist wieder weniger geworden. Die Sonne scheint, es ist endlich so richtig warm. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich noch ein bisschen verschlafen. Das macht aber nichts. Ich werde jetzt halt da unten kurz ein bisschen Yoga machen. Der Fabian räumt derweil schon mal ein bisschen den Van auf. Ich helfe dann noch, wenn ich fertig bin. Und dann fahren wir weiter, weil wir heute ja die Peja-Gegend wieder verlassen wollen. Ich habe entschieden, dass ich jetzt doch keine Lust habe, hier Yoga zu machen, weil ich nicht wirklich einen guten Spot dafür finde. Und deswegen gehen wir jetzt noch kurz hier ins Wasser, bevor wir losfahren. Ich sage das jetzt mit viel Vertrauen, mal gucken, wie schnell ich dann da drin bin. Weil ich glaube, es ist schon noch kalt, aber hier ist wie so eine Bucht, die ein bisschen geschützt vor den Wellen ist. Da ist das Wasser ganz ruhig. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation.
Das war ein ziemlich cooler Start in den Tag. Und ich habe mir gerade so gedacht, oh Mann, es wäre doch cool, wenn man jeden Tag so starten kann. Dann ist mir eingefallen, wir können jeden Tag so starten. Jetzt ist wirklich warm. Also ich musste gerade nach dem Wasser direkt, hatte ich nicht mal das Bedürfnis, mich jetzt sofort abtrocknen und aufwärmen zu müssen, weil die Sonne einfach so viel Power hat. Das ist richtig schön. Hat gut getan. Und es ist so ein warmer Wind. Geil, jetzt ist wirklich Sommer. Mega. Ja, ich denke, wir machen uns jetzt fertig. Packen den Van zusammen und dann düsen wir weiter. Ja. Jetzt wollten wir gerade losfahren, haben aber noch ein unerwartetes Problem. Und zwar haben wir gerade festgestellt, dass unser Abwassertank nicht ganz oben war, also der Schieber. Dadurch ist ein bisschen Wasser rausgelaufen. Und dann haben wir festgestellt, dass wir es gerade nicht hochschieben können, weil das so verdreckt ist, dass es gerade nicht hochgeht. Das heißt, wir mussten das sauber machen. Und ich weiß nicht, was der Fabian dann gemacht hat. Fabian hat versucht, es hochzudrücken. Und dann ist irgendwie die Schraube abgebrochen, sodass der Ablasser jetzt einfach runterhängt. Und ja, zum Glück war der Abwassertank nicht sehr voll, weil wir ihn gestern erst geleert haben. Und das ist ja auch nur unser Spülwasser. Es ist jetzt nicht super wild, aber auch nicht geil, dass das jetzt hier rausgelaufen ist. Aber jetzt ist er leer. Und jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir den wieder hochbekommen, weil jetzt hängt halt dieser Schieber auf dem Boden. Das Problem. Scheiß. Haben wir Kabelbinder? Kannst du mir mal zwei besorgen? Ja. Der Tank, dieser Ablassschieber ist, kaputt. Das heißt, wir brauchen jetzt da einen neuen. Weil so das irgendwie immer von Hand jetzt zu machen ist dumm. Also es muss ersetzt werden. Hilft nichts. Du hast dein T-Shirt gleich vergessen. Ja, das klappt hin. Das ist schon sauer. Das ist auch wirklich warm, gell? Jetzt wieder nach Pulis gefahren, also quasi einmal über den Berg rüber, und freuen uns jetzt wieder hier ein bisschen zu erkunden und von hier aus morgen auch eine Wanderung in die Akamas zu starten. Wir haben jetzt gerade noch günstig Obst und Gemüse gekauft und freuen uns jetzt auf einen schönen Stellplatz. Da steht ein Wohnmobil, seltener Anblick auf Zypern. Windig. Krass. Davon hat man auf der anderen Seite echt gar nichts mitbekommen. Wir werden jetzt was essen gehen und währenddessen besprechen, ob sich unser Plan dadurch ändert oder nicht. Weil ich weiß nicht, was soll denn das? Ich wollte Sommer ganz entspannt einfach am Strand liegen. Naja. Waren wir da gerade auf dem Weg zur Taverne, auf einmal sagt jemand, ah, hallo, so, als würden wir uns voll gut kennen. Und wir so, hallo? Und dann war das ein deutsches Pärchen, mit denen wir schon mal vor einer Weile geschrieben hatten, die
durch YouTube auf uns aufmerksam geworden sind und jetzt auch hier nach Zypern gekommen sind. Die haben wir gerade zufällig getroffen, das war ganz nett und jetzt haben wir gemeinsam Mittag gegessen. Und währenddessen hat jetzt der Wind auch nachgelassen. Und es ist immer noch ein bisschen windig, aber nicht mehr so stark, wie als wir hier angekommen sind. Und deshalb bleiben wir jetzt bei unserem ursprünglichen Plan und fahren zu dem Stellplatz und werden da jetzt die Sonne genießen. Und ins Wasser gehen, oder? Kommt drauf an. Ich muss mir das nochmal anschauen, dort jetzt auch mit dem Wind und so, wie das ist. Aber vielleicht auch ins Wasser gehen. Was ist passiert, Mira? Auf unserem Platz steht ein Wohnmobil. Hallo! Der steht da hinten, das ist unser Platz. Hier stehen lauter Autos. Aber da könnten wir uns ja jetzt theoretisch auch hinstellen, und, oder? Theoretisch, ja. Dann stellen wir uns mal hier rein. Hier rückwärts einfach. Der ein oder andere von euch hat den Platz vielleicht schon wieder erkannt. Das ist nämlich der Stellplatz, an dem wir schon mal in Polis waren und von dem wir dann leider frühzeitig wieder wegfahren mussten, weil wir ja kein Trinkwasser mehr hatten. Und diesmal sind wir besser vorbereitet. Wir haben Wasser. Und wir freuen uns jetzt, diesen Platz hier zu genießen. Wir freuen uns richtig auf einen Strandnachmittag. Da hinten in dem Rondell, wo wir damals nicht geparkt haben, steht tatsächlich auch ein Wohnmobil. Vielleicht schauen wir da auch nachher mal hin, wo die so herkommen. Ich finde es immer ganz spannend, gerade hier in Zypern, weil halt echt nicht viele unterwegs sind, zu gucken, wo die Leute so herkommen. Aber jetzt geht's erstmal die Sonne genießen. Das ist wirklich der erste Tag, seit wir hier sind, wo es so richtig, richtig warm ist und wo es echt, ja, wo es sich so richtig nach Sommer anfühlt und wo ich mich jetzt auch wirklich auf den Strandtag freue. Und ich weiß nicht, wann wir zuletzt einfach so einen Strandtag gemacht haben. Also das wird, glaube ich, jetzt richtig schön und da unten ist es auch toll. Also freue ich mich. Ich habe den Schlüssel nicht. Ich habe ihn nicht. Das Wohnmobil hat umgeparkt, steht jetzt hier und kommt aus Zypern. Jetzt ein Rekord, dass ich an einem Tag zweimal ins Wasser gehe. Das gibt's ja kaum, oder? Sehr ungewöhnlich. Mir Kaffee mitgenommen und ein bisschen von unserem Bananenbrot, was ich noch hatte, und ein paar Datteln. Können wir jetzt noch einen kleinen Kaffeekranz hier veranstalten am Strand? Kaffeekranz am Strand ist fantastisch. Super. Mit deiner Wahl nicht zufrieden. Ich wollte das wegen dem Mandelmus, weil ich das so geil finde, wenn da so ein bisschen Salz mit Mandelmus kommt. Ist da ein ewig endloses Spiel hier. Die
Die Sonne verschwindet jetzt so langsam. Also zumindest steht sie immer niedriger und es wird schon langsam frisch, muss ich sagen. Deswegen gehen wir jetzt wieder hoch zum Van. Aber das war schön hier. Ja. Irgendwie so paradiesisch. Ich weiß gar nicht, kann das gar nicht beschreiben, aber hier mit dem Meer und den ganzen Blumen, die hier wachsen. Und hier wurde gerade das Feld gemäht und dann riecht es so nach frisch gemähtem Gras und so. Das ist richtig toll. Und dann da hinten dieser fette Olivenbaum und da vorne die Palme. Irgendwie ist das hier wirklich ganz besonders und fühlt sich richtig paradiesisch an, irgendwie ganz idyllisch. Auch wie die Sonne da jetzt hinter den Bergen so langsam verschwindet, gefällt mir. I'm hushing the doggone chain. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. Ich habe leckere Wraps gemacht. Sogar so viel, dass wir morgen für eine Wanderung was haben. Ja, ich bin voll durch. Ich auch. Prost. Jetzt sind wir wieder gut zurück in den Vanlife-Alltag reingegroovt und zwar mit allem, was dazugehört. Wir haben richtig geil Vanlife-Alltag während dem Arbeiten gehabt und wir haben richtig geil Vanlife-Freizeit gehabt. Das war jetzt richtig schön. Ja, und wir haben, was ja auch bei klassischem Vanlife eigentlich oftmals nicht fehlt, ist irgendeine Herausforderung mit dem Van. Die hatten wir auch mit unserem Ablass-Wasserschieber. Da freuen wir uns, den jetzt in Kürze zu richten. Genau. Ich richte mir gerade ein bisschen warmes Wasser her, damit ich gleich noch duschen kann und das Meerwasser ein bisschen abwaschen. Ich finde zwar, dass wir beide gerade so richtige Beachwaves am Start haben. Dafür geben andere Leute richtig Geld aus, um sich die Haare so stylen zu lassen. Aber ich fühle mich schon ein bisschen klebrig einfach. Deswegen dusche ich jetzt einfach draußen in unserem Duschzelt kurz mit ein bisschen warmem Wasser und du vielleicht dann auch. Komm. Und dann ist heute Ende Gelände und morgen bzw. im nächsten Video nehmen wir euch dann auf einen richtig coolen Ausflug mit, auf den wir uns sehr freuen. Der wird toll. Ja, da fiebern wir eigentlich schon seit wir wissen, dass es das hier gibt hin. Also ja, so eigentlich seit über einem Jahr, weil da waren wir ja das erste Mal hier und da haben wir schon davon gehört. Bleibt neugierig. Genau, es wird richtig schön und wir hoffen natürlich, dass ihr dann auch nächste Woche wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr uns hier so fleißig begleitet. Danke an unsere tolle Community. Wir wissen es immer sehr zu schätzen, wenn ihr einfach ihr so liebe Grüße da lasst unter den Videos und eure Empfindungen mit uns teilt und die einfach ja doch tief gehen, sowohl die guten als auch die schlechten. Vielen, vielen Dank. Ja, ist auf jeden Fall eine Bereicherung, der Austausch. Und da wollten wir einfach mal Danke sagen. Und wenn ihr uns irgendwann mal persönlich über den Weg läuft, so wie das Pärchen heute, dann fühlt euch frei, Hallo zu sagen. Ja, auf wir jeden freuen Fall. Uns nämlich immer total, euch persönlich kennenzulernen, wenn sich das ergibt. Also, ja. Genau, so viel dazu. Und jetzt verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Peace.